Morgen, liebe Radlfahrer. 22. Juni 2020. Endlich fängt meine Tour an, also meine vielversprochene Tour, das Neckartal. Ich befinde mich jetzt da in Mannheim, da wo der Neckar eigentlich in die Rhein fließt. Habt ihr jetzt gerade gesehen, ein riesengroßer Schiff hat da gewendet von Rhein in die Neckar rein oder wie auch immer. Ja, ein Regenwetter hat mich jetzt empfangen da in Mannheim. Jetzt bin ich von der Stadt, also vom Bahnhof da ca. 6 Kilometer daher zu dem Punkt geradelt. Da wo der Neckar eigentlich in die Rhein reinfließt. Und jetzt fängt meine Tour an. Also habt ihr gesehen oder seht hinter mir eine wunderschöne Industriekulisse. Also mir gefällt es nicht, ich fahre gleich weg. Ich melde mich nachher während der Fahrt. Also mein Ziel war das jetzt, ein kleiner Ziel, Heidelberg. Und ich schaue mal, dass ich wegkomme da von der Kulisse. Servus dabei. Neckarhausen habe ich schon erreicht. Jetzt überquere ich das erste Mal den Neckar. Ganz günstig da mit 60 Cent auf der anderen Seite zu fahren. Also wirklich lustig. Es war eine Möglichkeit auf dem rechten Ufer weiterfahren, aber ich habe mich entschieden, was halt passt. Fahre halt auf dem linken Ufer. Ja, froh bin ich, dass ich aus der Stadt raus bin, aus Mannheim. Habe ein kleines Problem mit der Navigation, haut nicht hin, ich habe keine Ahnung. Aber egal, ich fahre weiter jetzt da. Wie gesagt, schon einmal nächstes Ziel, was haben wir gesagt, Heidelberg. Ja, in ca. 13 Kilometer bin ich dort und nachher schauen wir. Berg erreicht nach ca. 25 Kilometern. Jetzt fahre ich wieder ein bisschen durch die Stadt. Ampelregelung, Stopp- und Go-Verkehr. Aber was ich damit sagen will, wirklich gut beschildert. Braucht man kein Navi eigentlich. Bei mir funktioniert sowieso nicht. Ist wurscht. Fahren wir halt ohne. Zum Glück geht das beim Handy noch, aber eigentlich braucht man nicht. Wie gesagt, gut beschildert. Da ist ein bisschen Verkehr da in der Stadt. Aber ich wünsche mir wieder, so schnell wie möglich rauszufahren. Mein nächster Ziel habe ich gar nicht geschaut. Ich habe nicht einmal Zeit, die Karten da oben zu blättern. Ups, da hat es was gegeben. Muss ich schauen. Ja,
Einfach umblättern und geht schon weiter. Da haben wir jetzt gesehen, die alte Brücke da in Heidelberg. Ich habe mir gedacht, ich habe Heidelberg schon verlassen. Doch nicht. Ist doch ein bisschen eine größere Stadt. Und das wunderschöne Burg im Hintergrund. Wie die Burg heißt, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle bin ich irgendwie glücklich geworden bei der Tour. Das erste Mal was Schönes gesehen. Weil ich bin nicht der Mensch, der gerne in der Stadt fährt, aber da war wirklich schön. So, irgendwas habe ich in der Karten gelesen. Mein nächster Ziel, Neckargemünd oder Gmünd. Gmünd kenne ich, aber Neckargemünd nicht. Wie viele Kilometer das sind, habe ich gar nicht geschaut. Aber egal, jetzt habe ich einmal 30 Kilometer hintergelegt. 10 Uhr haben wir. Mein Plan ist erfüllt, aber was kommt, weiß ich nicht. Ich lasse mich auf alles überraschen bei der Tour. Also irgendwann einmal lande ich am Bodensee. Ich glaube, die nächsten 4 Tage einmal. Schauen wir mal, wie es kommt. Neckarsgmünd oder Gemünd habe ich hinter mir. Jetzt kommt schon der nächste, was mit Neckar zu tun, glaube ich, Neckarsteinach oder so ähnlich, keine Ahnung. Da sieht man auch wieder eine wunderschöne Burg. Da auf der Seite eine Ruine, aber das wird Neckarsteinach sein. Ja, es fängt an so lustig zu sein. Also wirklich ein schöner Radweg. Es hat sich wirklich entwickelt. Am Anfang war ein bisschen zach, aber jetzt gefällt es mir so richtig. Was man noch dazu sagen kann, das nächste Ziel weiß ich jetzt nicht, wie das heißt. Singen oder Sigma oder was weiß ich wie. Die sind ca. 20 Kilometer. Dann habe ich die Hälfte von meiner Tour hinter mir, also von meiner Tagestour. Und was habe ich? 40 Kilometer habe ich schon. Was ich noch sagen will, das Wetter ist auch wieder besser geworden. Aber ich glaube es noch immer nicht, dass das so bleibt. Regen wahrscheinlich um die 40%. Also kann man damit wieder weiter rechnen. Ja. So Freunde, jetzt seht ihr, wo ich bin. Wieder eine schöne Kreuzung. Da auf der Tafel haben wir ja wohl alles gesehen, welche Ortschaften ich durchgefahren bin bis jetzt. Ich merke mir nicht alle. Ganz wichtig ist, ich habe noch 35 Kilometer bis, was ist das, Heilbronn, glaube ich. Heilbronn, ja. Also kurz vor Heilbronn wäre die Neckarsulm. So habe ich mir gedacht, werde ich einen Campingplatz anfahren. Ja, bis jetzt muss ich sagen, habt ihr gesehen, ein paar wunderschöne Schlösser, Burgen, Radweg heißt der irgendwo, habe ich gesehen, da Burgenstraße oder Burgenradweg. War wunderschön zum Fahren, alles sehr gut beschildert, also da braucht man wirklich sich keine Sorgen machen, falls ihr sich einmal für sowas entscheiden wollt, nur zum Empfehlen, ein Neckartal-Radweg, wirklich herrlich. Also ich fahre die umgekehrte Richtung, das heißt von Mündung zu Ursprung. Ich habe dafür ein paar Höhenmeter mehr, aber es ist wirklich alles machbar, es ist nichts Aufregendes. Nichts, jetzt mache ich eine ganz kurze Pause da und dann schaue ich, dass ich weiterkomme. Bin eh gut mit der Zeit. Also für den ersten Tag geschlafen bin ich auch ein bisschen wenig heute. Das heißt, werde ich ein bisschen früher aufhören. Bis später.
bin jetzt kurz vor Ebersbach, oder so ähnlich, ich weiß nicht ganz genau, wie das heißt. Ich habe knappe 60 Kilometer, das heißt die Hälfte von heute. Ein Plan, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ein Plan ist bis Neckarsulm. Das ist ein Stückchen hinter Heilbronn. Da haben wir mir einen Campingplatz ausgesucht. Ob wir da einen Platz kriegen oder finden, das weiß ich noch nicht. Momentan ist sehr viel los da in Deutschland, also auf die Campingplätze. Jetzt bin ich schon bei zwei, drei schon vorbeigefahren und muss ich ehrlich sagen, die waren voll. Bin neugierig, was kommt. Noch ein kurzer Blick da, kurz vor Ebersbach. Die Kirchen läuten schon, also die Glocken läuten auf zwei Seiten. Wirklich ein herrlicher Blick. Wunderschön. Ostzwingenberg. Ja, jetzt nach dem Mittagessen habe ich eine Stunde Pause gehabt. Und jetzt radel ich wieder weiter Richtung Heilbronn. 70 Kilometer habe ich, das heißt noch 45 bis zum Ziel. In 4 Kilometer habe ich mein Ziel erreicht, Neckarsulm. Ja, nach 112 plus die 4 sind 116, 117 Kilometer. Für heute genug, für den ersten Tag. Aufgrund, dass ich die ganze Nacht mit dem Zug gefahren bin und ganz wenig geschlafen bin, ich glaube, die 120 Kilometer reichen. Geregnet hat es auch nicht mehr, das Wetter hat es gepasst. Die Tour hat gepasst, es war wunderschön, der erste Tag, so viele Burgen und Schlösser, die ganzen Schleusen, den Neckar entlang, also es waren sicher 7, 8 oder noch mehr, ich habe es nachher noch einmal gezählt. Ein paar Mal habe ich es überquert, einmal sogar mit einer Fähre, also nur top für den ersten Tag. Und jetzt noch, wie gesagt, die 4 Kilometer, dann sind wir am Ziel. Wir sehen uns nachher dort im Camp. Hallo, servus. Servus. Auch heute Schluss. Nach 119 Kilometer von dem Neckar-Radweg. Bin jetzt hier angekommen in, Neckarsulm. Der Campingplatz heißt nämlich auch so. Ich tue schon jetzt Abendessen herrichten. Da sind die Nudeln, die kochen schon. Dazu wird es so einen Gulasch geben von Spar, den habe ich noch daheim gekauft. Ein gutes Weißbier dazu. Radl steht auch da. Meine drei
Hofbräu habe ich auch schon weggeputzt. Die habe ich bei der Tankstelle gekauft. Stuttgarter Hofbräu, das ist eigentlich mein Lieblingsbier überhaupt. Aber das ist für mich das beste Bier, was es gibt. Naja, jetzt werde ich mal essen. Und ich muss morgen wieder früh aufstehen. Ich werde um 6 Uhr wieder aufstehen. Morgen habe ich ein bisschen ein größeres Programm. Da werde ich um die 150 Kilometer fahren. Ich weiß es zwar nicht ganz genau bis wohin, aber also Tübingen, glaube ich, Tübingen heißt das. Bis dorthin möchte ich schon kommen und nachher schauen wir mal, wie es geht. Das ist einmal alles für heute und ich freue mich schon auf morgen, auf die nächsten, also auf den zweiten Tag. Insgesamt habe ich geplant um die 10 Tage, aber morgen ist erst der zweite, da schauen wir mal, wie es weitergeht. Da wünsche ich mir in diesem Wege gute Nacht an alle und man sieht sich morgen wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit mir mit. Servus, ciao.